keine Ahnung, ob Okir freiwillig hier ist. Rechnen Sie mit Feinden. Erfolg ist nur auf eine Art messbar. Töten oder getötet werden. Scheiße! Scheiße! Es hört nicht auf zu bluten! Ich werde... Istgirl! Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Sie sind nicht in der besten Lage für Verhandlungen. Ich suche einen Kroganer namens Okir. Wen? Sie wissen bereits mehr als ich. Ich erledige nur Kroganer. Der Alte im Labor lässt ständig verrückte Kroganer hier unten los. Jador hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Das ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jador will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Sie haben den Mann gehört. Er braucht eine Wegbeschreibung. Ich habe die nötigen Informationen nicht. Bevor ich sie, wie üblich, sammeln konnte, sind Sie schon aufgetaucht. Sie haben ganz andere Probleme. Patrouille, Feind östlich von Station 2 gesichtet. Ja. Verstanden. Östlich von 2. Mistkerl, Sie werden ahnungslos mitten in die Kroganer laufen. Wenn Sie jetzt loshumpeln, finden Sie vielleicht noch eine dunkle Ecke, bevor Sie verbluten. Scheiße. Scheiße. Lustig. Dachte ich mir auch. Zyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Nachtzyklen? 7 Tage? Er muss etwas über die Sache wissen, wenn er so lange überlebt hat. Überleben? Ja. Ich muss überleben. Aber nicht hier. Nicht gegen die Fleischwesen. Ich muss den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt. Noch bevor ich die Glasmutter verlassen habe. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben. Hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Bin froh, dass er freundlich ist. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Können Sie uns den Weg zeigen? Uns beim Durchkämpfen zum Labor helfen? Nein. Sie geben auf? Ich kämpfe, wenn Sie kommen. Aber tief in mir spüre ich, dass ich warten muss. Ich töte. Aber nur hier. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Da sind sie ja. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Keine sehr kluge Begrüßung für eine schwer bewaffnete Gruppe, die gerade ihre Tür eingetreten hat. Wer immer sie geschickt hat, will mit Sicherheit nicht meinen Tod. Niemand sucht ohne Grund nach mir. Schon gar nicht der verstorbene Shepard. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Oder haben Sie Ihre Aktion auf Würmeier schon vergessen? Ich entschuldige mich nicht. Es war die effektivste Lösung. Ich stimme Ihnen zu. Zarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos.
Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier, nicht wegen ihrer Probleme. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Ich bringe sie hier raus. Cerberus hat Verhörspezialisten, die herausfinden werden, ob sie nützlich sind oder nicht. Eine Gruppe, die so viel Geld ausgibt, um sie wieder auf die Füße zu stellen, kümmert sich wohl kaum darum, was aus mir wird. Aber vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen, die meinen Prototypen rettet. Er ist der Schlüssel. Achtung, ich habe die befreiten Kogane geortet. Es ist natürlich auch hier. Sein Projekt wird ausgelöscht. Wir neutralisieren seine Soldaten und fangen mit seinen Daten von vorne an. Tanks fluten. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Tut mir leid, Doktor, aber es sieht so aus, als sei Ihre Position gerade deutlich geschwächt worden. Ich verstehe. Aber wenn Sie uns alle vergiftet, bekommen Sie gar nichts. Jador wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Ich zünde sie an. Sie kommen. Die bringt sich schon weg. Im Labor. Was macht der Kroganer da oben los? Shepard, der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge... Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Sollte so ein Fanatiker sich für einen einzelnen Kroganer opfern? Machen Sie mal auf. Sehen wir nach, was ein reiner Kroganer drauf hat. Müssen wir uns wirklich mit einem reinen Kroganer belasten? Schon die Normalen sind alles andere als teamfähig. Das erfahren wir erst, wenn er draußen ist. Und das ist zu spät, falls er Probleme macht. Normandy, vergessen Sie Okia. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Zu Studienzwecken mitzunehmen, ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn auf... Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Wissen Sie was? Der Tank ist hier und da bleibt er auch, bis ich entscheide, was damit geschehen soll. Ende der Diskussion. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Das Objekt ist stabil, Shepard.
Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Ich lasse mich auf meinem eigenen Schiff von meinem eigenen Schiff nicht in Frage stellen. Ausführung. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Warum wollen Sie, dass ich versuche, Sie zu töten? Wollen? Ich tue, wozu ich geschaffen wurde. Kämpfen und herausfinden, wer der Stärkere ist. Im Tank wurde ich nie gefragt, was ich will. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Diese Prägung fand nicht statt. Er ist gescheitert. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe Sie rausgeholt und freigelassen. Folgen Sie meinen Befehlen, dann gebe ich Ihnen einen Lebensinhalt. Nichts in den Schulungen im Tank hat darauf hingewiesen, dass Menschen so konsequent sein können. Sie scheinen Ihr Kommando tatsächlich verdient zu haben. Meine Feinde bedrohen Galaxien. Jeder auf meinem Schiff hat sich seinen Platz verdient. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Shepard, ich glaube, wir haben Sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crew-Mitglied von Ihnen, Ashley Williams. Sie ist auf Horizon stationiert. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja,